Moin, moin, ich bin's doch mal. Ich habe gerade eine weitere Folge aufgenommen und da hatte ich nochmal die Frage in den Raum gestellt, wie das eigentlich mit den Raketen geht. Kurz danach hatte ich es rausgefunden und wollte es euch nochmal sagen. Nebenbei drehe ich jetzt nochmal ein Outtake-Video, um euch mein Hangar mal zu zeigen. Auf jeden Fall, um die. Liegt das auf dem Boden? Nee. Um die Raketen der F-7A Hornet aufzuschalten, muss man einmal das hier anvisieren, das Mausrad, das Scrollrad betätigen, warten bis das komplett gelockt ist und dann nochmal drücken. Dann werden die Raketen abgefeuert. Das war der ganze Zauber dahinter. Hätte ich nicht auch gleich drauf kommen können. Aber jetzt wisst ihr es. Und ich habe jetzt mal entschlossen, ich zeige euch mal meinen Hangar. Ihr seht ja hier mein Auto, das habe ich schon mal ganz kurz gezeigt in einem ersten Video. Das ist jetzt nicht mehr so verbuggt. Also, ich kann damit jetzt viel besser fahren. Es hat keine Bugs, dass es rückwärts fährt oder vorwärts. Also nicht vorwärts fährt, sondern es fährt jetzt vorwärts. Wie es auch sollte. Ich hoffe mal, das Anhalten klappt jetzt auch. Wir werden das mal testen hier beim Lift. Ja, das geht super. Da haben sie endlich mal was geschafft im Hangar. Auch sehe ich gerade, die Anordnung der Raumschiffe hat sich geändert. Das einzig fliegbare Raumschiff ist bei mir die Hornet. Die steht dort. Und als nächstes kommt meine Constellation. Hier haben wir übrigens einen von diesen Liften. Ich gehe mal in eine andere Ansicht. Wieso ist er nicht mehr hier? Ach, da vorne war der. Großer Fehler. Mal laufen wir mal ein Stück. Hey, springen kann er auch. So, jetzt benutzen wir ihn mal. Ja. Das hat früher auch ein bisschen länger gedauert. Vorher war der auch mit nur einer kleinen Markierung abgegrenzt. Da konnte man noch ein bisschen noch gucken. Aber es war viel langsamer. Ihr seht ja auch das überlebenswichtige Tauli. Das Handtuch gab es für die Baker, die vor der Erreichung der 42 Millionen. Oh, man kann es sogar benutzen. Sehr schön. Vor der Erreichung der 42 Millionen Grenze. Hier sieht man übrigens, man hat auch noch einen zweiten Skin. Den kann ich, konnte ich zumindest früher mal anlegen. Ich gehe mal in eine Ansicht. Warum es jetzt nicht mehr geht, weiß ich nicht. Bis vor kurzem ging es noch, den zu tauschen. Dann haben wir hier eine Kleiderbox. Da können wir leider auch noch nichts runternehmen, weil sobald ich wieder F drücke, verschwindet das Ganze auch wieder im Schrank. Natürlich ganz wichtig, ich habe hier mein Feldbett, damit ich hier beim riesigen Hangar ganz alleine pennen kann, natürlich von oben. Und ich hatte mal ein bisschen Geld über und habe mir mein Aquarium mit ein paar Fischchen gekauft. Die sind auch nett anzuschauen. Das war aber doch zu der Zeit, wo man noch nicht fliegen konnte. Da dachte ich, ein bisschen Variation im Hangar könnte nicht schaden. Das war es auch jetzt hier oben. Und jetzt wollte ich den Rest meines Hangars euch mal zeigen. Denn mit dem Buggy bekommt man auch noch ein paar Sprungschanzen und ein paar Sachen, wo man durchfahren kann, um ein bisschen Spaß zu haben. Das war auch alles weit vor dem Arena Commander, wo man wirklich sehr, sehr viel Langeweile hatte und sich immer fragte, wann kommt endlich was Neues raus. Sonst sind die Hangars ziemlich leer. Ja. Gehen wir mal wieder hier in den Buggy rein. Und geben mal Gas. Er hat auch so einen kleinen Turbo. Aha, die anderen Raumschiffe, die man nicht fliegen konnte, sind auch weg jetzt. Und das will ich euch nochmal nebenbei auch nochmal zeigen. Das kennt ihr wahrscheinlich noch nicht, wenn ihr keine Waffen dazu gekauft habt. Und zwar kann man hier die verschiedensten Waffenarten testen. Ich deaktiviere das erstmal. Man hat hier ein paar Zielscheiben. Einige stehen, einige bewegen sich. Und man kann dann hier vorne. Oh, das Ding schwebt sogar. Nice. Man kann dann an diesem lustigen Gerät die verschiedensten Waffen, die man erworben hat, testen. Dazu
klappt man den Sessel runter, setzt sich rein und kann dann Probeschüsse absolvieren. So, das mache ich mal kurz, wie man sieht. Einige bewegen sich. Oha. Combat-Modus. Eigentlich sollten die Pappkameraden auch umfallen, wenn man sie dann getroffen hat, wie man auch hier sieht. Aha, no target. Und die stellen sich wieder von selbst auf. Die anderen Waffen wollte ich jetzt euch nicht weiter zeigen, das ist einfach nur ein bisschen langweilig auf die Dauer, sondern eigentlich wollte ich euch noch mal die kleine Sprungarena zeigen. Geilerweise verdunkelt sich der gesamte Raum, wenn man das Teil benutzt. Sobald man davon wegfährt, kommt das Licht automatisch wieder. Hier ist zum Beispiel eine Ablagefläche für die Waffen, die ich so erworben habe. Die stehen jetzt hier ganz brav rum. Kann man auch nicht umkramen oder so. So, und da haben wir schon mal den ersten. Die ersten Sprungschanzen. Ich peile die mal an und gebe da mal Gas. Und jetzt. Das sollten wir mit Leichtigkeit schaffen. Und den nächsten hoffentlich auch. Ja, durch den Regen. Sehr schön. Da kann man noch ein paar Sachen umfahren. Ein paar Kisten, sag ich mal. Wir sehen wir auch noch ein bisschen an. Das wollen wir da mit Vollkaracho reinhämmern. Und los geht's. Yay! Hat das nicht Spaß gemacht? Nein, das hat es nicht. Aber ich wollte es mal gezeigt haben. Und ja, hier sind noch ein paar kleinere Sachen. Nichts Besonderes. Früher war das auch ziemlich verbuggt, wenn man da reingefahren ist, dann die waren quasi mit Beton gefüllt oder mit Blei. Da konntest du nur ganz, ganz schlecht einen oder zwei umfahren, wenn überhaupt. Coolerweise ist der Buggy jetzt auch, wenn ich nicht gerade irgendwo gegenfahre, viel schneller, wendiger als vorher. Das war vorher wirklich ein Graus, damit zu fahren. Das Einzige, was ich jetzt nochmal testen. Wow, den hätte ich natürlich kommen sehen müssen. Das Einzige, was ich jetzt nochmal testen will, ist, ob nicht doch schon die Constellation flugfähig wäre. Dazu muss ich aber den Helm holen. Aber dank dem Buggy ist es ja eine ziemlich schnelle Sache. Drehen wir schon mal um das Ding. Da könnt ihr noch ein bisschen besser steuern. Steigen aus und schnappen uns den Helm. So. Da ist ja das gute Stück. Na, von vorne. Ja, müssen wir von vorne nehmen. Einmal anschauen, keine Risse. Wäre ja im Weltraum auch ziemlich blöde, wenn da ein Loch drin ist. Ich glaube, dann kommt Karglas dich raus und repariert den Scheiß. So, und fix. Zur Constellation. Okay, also die Steuerung ist doch noch ein bisschen schwammig, wenn man auf dem Turbo ist. Aber egal. So. Aufsteigen. Dann huschen wir mal schnell ins Raumschiff rein. Auf diese Querstreben achten. Und dann kann man es dann betreten. So. Ich glaub's nicht, aber ich wollte es mal getestet haben. Nicht, dass ich euch irgendwas vorenthalte. Das wäre ja auch zu geil, wenn es jetzt funktionieren könnte, würde. Ah, und wie wir sehen, sehen wir nichts. Na gut, Leute. Ich hoffe, euch hat der kleine Rundgang durch meinen Hangar gefallen. Falls ihr Lust habt, könnt ihr auch noch ein paar Comments posten. Und bis dann.